ich weiß halt, es fängt schon damit an, dass wir den nächsten Haushalt erst im nächsten Frühjahr haben. Normalerweise haben wir die Haushalte ja immer schon im November, beschließen sie, wenn es gut geht, schon vor Weihnachten fürs nächste Jahr. Das kriegen wir aber diesmal nicht hin. Das hängt mit der Regierungsübernahme zusammen und solchen Dingen. Da warte ich für ein bisschen Verständnis. Es ist uns schon dringlich und eilig. Ich habe am Montag in der Fraktionsklausur 5 Punkte für die Kultur vorgestellt. Da steht das fast so drin, wo ich gesagt habe, das kommt jetzt an. Da kommt es auch schnell drauf an. Also wir sind uns bewusst. Aber das, was Sie ansprechen, ja auch mit dem Gesamtpaket für die Kommunen zu tun hat, muss man das auch in dem Zusammenhang sehen. Also ich muss ehrlich sagen, ich hoffe eher, dass wir diesen Entschuldungsfonds für die Kommunen jetzt politisch realisieren, als dass ich jetzt Bibliotheksgesetz bekomme, wenn ich es mal so zugespitzt sagen darf. Diese Reihenfolge, die müssen wir jetzt einfach genau politisch sehen. Und da muss man natürlich, da muss ich schon so pragmatisch und politisch klar auch das zum Ausdruck bringen. Trotzdem gehen wir da sehr, also für politische Verhältnisse hoffentlich schnell genug dran. Wissen Sie, das andere ist eben die Unwägbarkeit. Ich weiß ja nicht, wie lange das alles gut geht, was wir da im Moment in Düsseldorf, ist ja ein Experiment, muss man ja sagen. Wir haben noch nie eine Minderheitsregierung gehabt in Nordrhein-Westfalen. Das ist schon nicht ganz einfach. Und ob wir für das, was wir wollen, dann Mehrheit kriegen. Vielleicht kriegen wir gar keinen Haushalt beschlossen. Mit 90 Stimmen kriegen wir nicht. Wir müssen eine Stimme brauchen wir irgendwoher. Und das wird sich zeigen, ob dazu die anderen politischen Gruppierungen bereit sind. Ich kann mich natürlich jetzt hier breitbeinig hinstellen, fällt mir als relativ kräftige Menschen eh nicht so schwer, und sagen, mit 21% Umfrageprozent, ich würde am liebsten nächsten Sonntag wählen lassen. Ja? Aber so einfach geht das im Leben nicht und politisch schon gar nicht. Und die anderen sagen natürlich, nee, um Gottes Willen, Neuwahlen, wieso denn? Also da werden wir mal gucken, wie das jetzt sich entwickelt. Das kann ich Ihnen auch alles nicht versprechen. Aber ich nehme den Appell auf, also auch mit nochmal, und werde das an die Kollegen weitergeben, dass die Hütte brennt. Die wissen das im Grunde aber auch. Die werden sagen, komm du auch noch damit, das haben wir uns auch schon erzählt. Trotzdem muss man da, glaube ich, einen Schritt voran machen. Das ist, vielleicht hat es da eine Minderheitsregierung auch ein bisschen eiliger, damit sie auch was vorweisen kann. Mal gucken, vielleicht hilft das sogar. Noch als Ergänzung, es gibt weitaus mehr Menschen,